Der kann sich seinen Willen der Sonne gleich sonst wohin stecken, ey. Ach, ich mag Aloy. Die hat so keinen Bock auf die Menschheit. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber wie cool war denn dieser Song gerade, bitte? Das kam so aus dem Nichts. Der war so schön. Ich muss Erend finden. Ja, gleich. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ja, ja. Was ist denn hier? Schriftrolle mit offiziellem Siegel. Eine kurze Schriftrolle aus Pergament mit einem offiziellen Siegel. Auf Anordnung von Kommandantin Nozar werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und dem Niemandsland werden aufgrund der bevorstehenden Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht, unabhängig von Clan, Haus oder Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden und Missverständnisse wird nochmals betont, dass auch für die Osaram keine Ausnahmen gelten. Alle ausstehenden Vereinbarungen hinsichtlich der Ein- und Ausreise werden hiermit als verschoben oder nichtig erklärt, je nach Art und Zeitpunkt der Vereinbarung. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Und noch einmal, um alle eventuellen Zweifel auszulösen, alle genannten Regelungen betreffen auch die Osaram, unabhängig von allen Umständen, Ausreden oder sogenannten bindenden Verträgen. Beschwerden und oder Entschädigungsforderungen, soweit angebracht, können bei meinem Stellvertreter Hauptmann Lavan eingereicht werden. Unterzeichnet im Licht der Sonne, Nosa Arin Kuvaman, Kommandant von Fahrlicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das gilt auch für die Osaram. Drücke H, um das vollständige Hatten deine aktuellen Questziele anzuzeigen. Da ich das vollständige Hatten eh die ganze Zeit angeschaltet habe, ist das sowieso schon da. Mit dem rede ich gleich. Ich hatte doch noch einen Fähigkeitenpunkt irgendwo. Fertigkeiten. Ich sage immer Fähigkeiten. Jetzt darf ich auch im Kriegerbaum irgendwelche Sachen machen. Was haben wir jetzt hier? Ach, da können wir jetzt irgendwas Resonator-mäßiges machen. Triff zuerst einen Gegner mit Nahkampfangriffen, um auf deinem Speer Energie aufzubauen. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tippe dann G an, um dein Ziel zu energetisieren. Wechsle schließlich zu einem Bogen und schieße auf das energetisierte Ziel, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Das ist eine aktive Fertigkeit, erkennbar an der Rautenform. Okay. Klingt cool. Weiß nicht, ob ich mir merken kann, G zu drücken. Was haben wir hier sonst noch? Das ist eine passive Stärkung, erkennbar an der Kreisform. Jawohl. Passive Stärkungen mehrfach zu erlernen, vergrößert ihre Vorteile. Outfits und Gewebe können ihre Vorteile, Effekte ebenfalls verstärken. Okay. Okay, das ist alles Konzentrationszeug. Hier war das, dass Heilung mehr heilt. Sowas ist an sich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich will erstmal dass der stille Schlag ein bisschen mehr Schaden macht. Hier. Ich sehe auch, wir können unsere Fertigkeiten zurücksetzen. Das finde ich auch schon mal sehr gut. So, mehr Fertigkeitenpunkte haben wir gerade nicht. Gut. Dann reden wir doch nochmal mit dem netten Kollegen hier. Ups. Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt nachdenken. Gut, dann reden wir halt nicht mit dem netten Kollegen hier. So nett ist er nämlich tatsächlich gar nicht. Hier können wir noch irgendwas einsammeln. Bitterkraut. Brauche ich das für Säure irgendwas? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich will doch nur wieder dahin, wo ich gerade herkam. So. Wir haben jetzt auch hier Schnellreisepakete. Oh, jetzt ist hier so richtig Open World, ey. Jetzt geht's so richtig los. Was war das jetzt für ein Geräusch?
Ja, wir folgen mal dem Pfad. Dass wir erstmal irgendwie in die Siedlung kommen. Ah, und ein Lagerfeuer freischalten. Zwischen Lagerfeuern, die du entdeckt hast, kannst du schnell reisen, ohne ein Schnellreisepaket einzusetzen. Das weiß ich. Dann speichern wir mal schnell und wir speichern auch mal manuell. Dass wir hier mal einen festen Spielstand haben. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du einen neuen Schnellreisepunkt frei entzündest, das Lagerfeuer im Spiel zu speichern. Gut, ja. Haben wir gerade gemacht. Zeit, immer zu abgelenkt zu werden. Hat sie gerade irgendwas von einem Koch gesagt? Dass irgendwas einem Koch geben soll? Können wir jetzt mal noch Essen machen? Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Okay, wir haben drei davon. Der kommt dem Gebüsch schon mal ziemlich nahe. In Brutstätten gibt es Daten zur Überbrückung von Maschinen. Ich muss nur eine finden. Oh ja, auf die Brutstätten freue ich mich auch schon wieder. Die waren immer richtig klasse. Vor allem, wenn wir dann wieder alles Mögliche überbrücken können, das wird wieder toll. Magst du hier mal kurz gucken kommen, was mit deinem Kollegen passiert ist? Dankeschön. So, und du auch? Schau, ob der nah genug kommt für einen stillen Schlag. Ja, weil der sich den anderen Kollegen anguckt. Okay, dankeschön. Ist doch nett, wenn die örtliche Fauna ein bisschen mitspielt. Sehr gut, sehr viele schöne Sachen. Da ist noch ein Stein, aber da drüben leuchtet irgendwas grün. Was ist das? Ein grünes Licht, es leuchtet grün. Grünglanzsplitter. Ein Edelstein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Doch, bestimmt. Ah, du hast ein Stück Grünglanz gefunden. Eine seltene und wertvolle Ressource. Grünglanz kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist auf der ganzen Welt versteckt. Ich werde sehr viel davon übersehen. Aber wenn das so ein bisschen was ist wie bei anderen Spielen, da gibt es garantiert irgendwie Online-Karten, wo die ganzen Locations alle markiert sind. Aber wir gucken erstmal, wie viel davon wir einfach so finden. Okay, es gibt beim Fallen noch so eine leichte... Oh, da leuchtet was übrigens. Noch so eine leichte Zeitverzögerung, aber so richtig das wie im ersten Spiel gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich mal irgendwo gelesen, dass diese Sprungzeitverlangsamung als solche nicht mehr drin ist. Was ich sehr schade finde, die habe ich mit am meisten benutzt eigentlich. Aber es wird ja bestimmt andere Fähigkeiten zum Ausgleich geben. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Ui. Wow. Sogar unter Wasser sieht alles cool aus. Apropos unter Wasser, was ich auch echt super finde in dem Spiel, es gibt in den Einstellungen der Thalassophobie-Einstellung, die es einem irgendwie leichter macht, unter Wasser zu sehen, und ich glaube, dann kann man auch nicht mehr ertrinken.
Ich habe sie jetzt erstmal noch aus. Aber ich guck mal, wie furchtbar es wird. Eventuell schalte ich sie später irgendwann an. Aber aktuell lasse ich es mal noch aus. Kann ich hier nicht nach oben? Das sieht so aus, als hätte man da Luft, ja. Aber ich meine, hier jetzt in so kleinen Teichen und so, das ist jetzt nicht gruselig. Und an sich hätte ich auch mit dem, dass einem Sauerstoff irgendwann ausgeht, ja kein Problem. Bei mir ist es ja echt nur, wenn ich nicht sehe, ob irgendwie in so meeresartigen Gewässern irgendwelche gruseligen Sachen wohnen. Dass ich das unheimlich finde. So, jetzt ungefähr ab dem Sichtlevel fange ich an, das gruselig zu finden. Aber für sowas habe ich ja dann auch einen Fokus, da müsste ich ja sehen, ob da irgendwas lauert. Hier sind zum Beispiel Grünglanzsplitter unter Wasser. Soll ich auch gleich mal testen? Können wir unter Wasser? Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Können wir unter Wasser unseren Bogen benutzen? Das würde euch keinen Sinn ergeben. Das wird ja dann auf jeden Fall unter Wasser auch irgendwelche Gefahren geben. Die müssen wir ja eigentlich irgendwie kämpfen können, oder nicht? Oder müssen wir uns da dann einfach immer verstecken? So. Und hoch. Ja, Moment. Es reicht doch alles. Diese kleinen Dinger. Hünglandsklumpen. Aber die sind wahrscheinlich weiter unten erst. Was mache ich hier? Nee. Ich will bitte auftauchen. Ja, das passt. Es ist in Ordnung, ey, Leute. Alles gut. Da ist noch was. Blauen leuchtenden Dinger sind auch voll cool. Das ist vielleicht ein Hauch gierig, aber ich guck mal. Nee, passt doch alles. Ich habe nicht mal Schaden genommen. Ich schwimme mal hier weiter. Guck mal, was hier noch so kommt. Oder Gräber, wie kommt der hier hin? Ah. Jetzt sind wir wieder draußen. Was ist das hier? Heilende Wasserpflanzen. Cool. Haben eine kleine Höhle erkundet. So, jetzt aber wieder auf Richtung Kettenkranz. Ich muss eigentlich immer auf der Karte gucken, wo sind wir denn hier? Da vorne ist Kettenkranz. Das war die Höhle.
Die ist aber noch nicht als abgeschlossen markiert. Wir könnten natürlich auch erstmal hier hinten in der Ecke ein bisschen gucken, weil da ist ja irgendwo zu Ende. Könnten wir eigentlich hier den Loop-de-Loop mal ein bisschen machen? Da sind ziemlich viele Gegner. Und das sind auch irgendwelche Runen. Eine interessante Farbe für meine Rüstung. Farbe für die Rüstung? Sag mir nicht, man kann jetzt Rüstung einfärben, das wäre ja geil. Sowas mag ich ja. Farben für Rüstung, cool. Ich hoffe mal, die sind nicht zu teuer. Dass man ein bisschen rumprobieren kann. So, was ist hier für eine zerstörte Baustelle? Mit einem Lagerfeuer. Ich höre hier manchmal ganz komische so Umgebungshintergrundgeräusche und die verwirren mich voll. Denke ich immer, mich springt gleich irgendwas an. Oben ist ein Festhaltepunkt. Hat der irgendeine Bewandtnis? Das sieht irgendwie aus, als wäre es ein Questgebiet, wo man irgendwann später nochmal hinkommt. Ich guck trotzdem schon mal. Ja, weil es hier wirklich so verdächtig leer ist einfach. Naja, aber da haben wir für später schon mal das Lagerfeuer freigeschaltet. Ist doch auch schon mal was. Der sieht mich hier durch die Pflanzen leider. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbrückt. Leider nicht mit dem Stillschlag gerecht. Ich sehe gerade nichts. Einige von denen. Oh. Das sind mehr als einer. Okay, die werfen mit Steinen. Okay, die verbesserten Fokus merke ich. Das ist schon mal sehr gut. Sehr angenehm. Die anderen rennen einfach weg. Gehen jetzt wieder Deagro oder kommen die wieder? Ich loot halt mal derweilen. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Doch, wissen sie schon. Die schießen mit irgendwas. Wie viele von euch sind denn hier noch? Au.
Ja, gut, das ging jetzt eigentlich. Auf. Wie immer muss ich das mit dem Ausweichen noch ein bisschen üben, aber das Problem habe ich ja meistens in Spielen. Ich bin immer mehr so mit dem Kopf durch die Wand hau drauf. Es ist aber nicht immer so angebracht und gesund. Alles meins, schöner Loot, lilaner Loot, noch mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Oh, das ist so schön mit dem Vorrat. Ich liebe das so sehr. Das war beim ersten Spiel damals der einzige Mod, den ich mir reingehauen habe, war so ein unendlicher Inventarplatz-Mod. Aber ich muss doch alles mitnehmen. Es geht doch nicht, dass ich Sachen liegen lasse. Dafür lauter Zeug? Hä? Warum liegt hier so viel Zeug? Lauter Vorratslager. Cool. Hoffentlich schmeckt es so gut, wie es aussieht. Ach, hier wären auch so Hochziehdinger gewesen. Weil das so ein feines Areal ist, haben die jetzt alle auch noch irgendwie extra Loot. Das wäre ja cool. Wieder so Pirsche. Habe ich Feuermunition dabei? Ah, gegen die ist Feuer gut. Gut zu wissen. Ah, komm, gleich habe ich dich. Ist dieser Stein noch so eine fette AOI hat einfach. Der trifft mich auch noch einen halben Kilometer weiter links. Ich hoffe, ich kann das irgendwann noch umstellen, dass das Waffenrad auf Tab ist, weil sonst werde ich bis zum Ende des Let's Plays damit nicht mehr klarkommen, wahrscheinlich. Es ist einfach so in meinem Gehirn fest eingebaut, dass bei Horizon einfach Waffenrad auf Tab ist. Und es ließ es nicht umstellen. Also ich konnte es ja umstellen, aber es hat es dann halt nicht gemacht. Dann hat es trotzdem irgendwie die Map aufgemacht. Das finde ich irgendwie unfair. Holz, 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 Holz. Waschbär. Ah, neuer Maschineneintrag. Da können wir auch gleich noch ein, zwei davon erlegen von den Maschinen. Oben auf der Klippe steht ein alter Wachturm. Ob da noch was drin ist? Wo? Welche Klippe? Da, wo wir herkamen? Nee. Wo siehst du hier Wachtürme? Ich sehe nichts. Keine Ahnung, was die sich für Wachtürme einbildet. Die kommen in meinen Rucksack. Rauch. Ich frag mich, wo der herkommt. Vielleicht von dem imaginären Wachturm. Ich sehe nicht mal den Rauch. Bin ich blind?
sehe hier halt Wolken. Soll das da vorne Rauch sein? Das sind doch eigentlich auch eher Wolken. Kein Plan. Ich wurde entdeckt. Oh nein, ich wurde von Pflanzenfressern entdeckt. Wie furchtbar. Was soll ich nur tun? Oh, das hat nicht mal wehgetan. Das ist cool, wenn man die trifft und dann fallen die so um. Da fühle ich mich cool. Habe auch gerade wieder ein Level-Up gehabt, ne? Sehr schön. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Schalte Spulenplätze für deine Waffen frei. Ach, die Dinger! Indem du sie verbesserst, rüste Spulen aus, die du erbeutest oder kaufst, um die Leistung deiner Waffen zu verbessern. Nice. Die kriegt man also auch immer noch von Gegnern. Vorne ist ein unbekannter Unterschlupf. Guck aber schnell nochmal nach der Fertigkeit. So. Wahrscheinlich sollte ich da so ein bisschen planmäßig vorgehen eigentlich. Ich glaube, Fallenstellen und Maschinen ist mir jetzt erstmal alles nicht so wichtig. Da war ich beim ersten Teil nicht so der Typ für. Ich meine, sowas ist vielleicht nicht schlecht, nachdem ich mich immer so dumm anstelle. Oder halt das Ding. Aber ich glaube, ich mache erstmal so ein bisschen passive Sachen. Das war jetzt hier Tarnabriss plus. Verursache Enttarnung mehr Reißschaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Damit können wir besser Teile puppeln. Konzentrationsregeneration oder Konzentration wird noch langsamer verbraucht. Schwierig. War mal den Tarnreißschaden. Ich kann ja meine Fähigkeiten zurücksetzen, wenn ich mich irgendwie voll verfahre hier irgendwo. Ich geh mal da links lang. Bäh. Wenn man so slidet, slidet man echt weit. Okay, das ist wieder so ein vierbeiniges Ding und zwei von den Wächtern. Hilfesignal mitbekommen, aber nicht, wo ich bin. Der hat sehr viele zu Hilfe gerufen gerade. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Das sind ganz schön viele von denen. Rückzug. Mich.
Okay, die verlieren aber auch ganz gut wieder Aggro, wenn sie mich aus dem Blick verlieren. Ihr sollt nicht eure toten Kollegen essen, ich will die looten. Laufen anscheinend auch irgendwann einfach weg, wenn es ihnen zu gefährlich wird. Beschwere ich mich jetzt nicht. Du sollst die nicht essen. Geh weg. Ich bin hier der lootet. Du sollst nicht looten neben mir. Also ich weiß nicht, ob die tatsächlich die Rohstoffe irgendwie quasi kaputt machen, wenn sie anfangen, die zu essen, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Schön viel Holz mitnehmen.